Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück an Bord der Argo mit mir, eurem Cody und den Schattenkriegern. Und ich habe vom letzten Mal her nochmal so ein bisschen unseren Max rumgefuscht. Hab dem Centurion nochmal ein bisschen an elektronischer Kriegsführung verpasst. Ein bisschen mehr Panzerung hat dann auch reingepasst. Er hat die Heavy Pharaoh Ammo und das Clan Endo Steel, was wir noch hatten, bekommen. Dadurch ist das alles gewichtsmäßig ausgegangen, ohne dass ich irgendwas umbauen musste. Also ausbauen. Und dem Stealth habe ich jetzt auch mal so ein kleines bisschen an der elektronischen Kriegsführung rumgefuscht. Gucken wir mal. Ansonsten müssen wir jetzt warten, bis alles fertig ist. Wir setzen den Bushwacker mal nach unten, weil er so ewig lange braucht. Und diejenigen, die ein bisschen schneller fertig sind, nach oben. Von daher, oder nee, jetzt setzen wir den Hunchback nach oben, würde ich sagen, weil dann wird er direkt bearbeitet. Und es ist ja noch ein zweiter immer in der Mache, von daher ist das, glaube ich, sinnvoller. Wir müssen ein bisschen warten, bis alles fertig ist, bis die Jungs und Mädels wieder ausgeruht sind. Und einmal bezahlen zwischendrin. Oh, okay. Am Rande des Bankrotts. Na gut. Noch ein bisschen spulen. Ein Leadership Moment. Unsere Führungskräfte sind gefragt. Mal gucken. Bootcamp beeilt sich und stößt auf unserem Weg durch die Flure fast in uns. Er sucht nach Darius. Denn Dida und Blockade sind kurz davor, sich zu prügeln. Okay. You have command experience, don't you, Bootcamp? Du hast also Kommandoerfahrung, Bootcamp. Oder nicht? Mal gucken, hat er das? Ja, hat er. Er zinkert, klar, also es ist dein, euer Schiff, ich bin plus Pilot und ich wollte nicht über meinen Rang hinausgehen. See if him rises to the occasion, criticize Bootcamp's lack of initiative. Okay, wir könnten ihn einfach autorisieren, damit umzugehen. Wir könnten ihn etwas unterstützen oder seine mangelnde Initiative kritisieren. Ich würde sagen, wir machen mal den Mittelweg. Mal gucken, was passiert. Oh, Morale Drops by 5. Was hat er denn gemacht? In an outfit like this, you only get promoted if you take the initiative. Okay, er schluckt. Und geht zurück zu dem voranstehenden Handgemenge. Schon bald hört man seine erhobene Stimme durch das Schiff hallen und letzten Endes wird niemand verletzt, aber es ist immer noch böses Blut unter der Mannschaft für die nächsten Tage. Morale decreased by 5. Nicht so gut. Morale mutinous? Was hat denn uns da jetzt so runtergehauen? Übel. Wir haben noch 558.000. Und bauen gerade nichts. Wir können den Leuten, glaube ich, mal die Lounge. Wir müssen langsam mal was für die Moral hier tun. Okay. So, Gott ist noch 4 Tage out of action. Gucken wir mal ganz kurz bei den Max vorbei. Scheint alles okay zu sein. Also, Lineholder hat sich nichts geändert. Den fahren wir so, wie er ausgerüstet ist. Das war, ich sag mal, mittelprächtig okay. Nicht besonders überragend, aber okay. Der Hunchback ist auch noch unser guter alter Hunchback. Da hat sich nichts geändert. Der Centurion, wie gesagt, dem habe ich ein bisschen elektronische Kriegsführung verpasst. Der hat jetzt die Beagle Probe und das Guardian ECM.
hat halt durch das Heavy Pharaoh und das Endo-Steel so viel an Gewicht einsparen können, dass wir sogar noch ein kleines bisschen auf die Panzerung geben konnten. Die Beine haben ein bisschen mehr bekommen, der Rücken ein ganz kleines bisschen mehr, nicht viel. So sieht er dann jetzt aus. Mal gucken, wie er sich damit schlägt. Der Stealth, der hat jetzt folgendes, der hat die Warfare Suite bekommen. Also hat seine Beagle Probe und sein normales ECM ausgebaut, damit die Warfare Suite da rein konnte. Es war ein 1:1 Gewichtstrade. Und so sieht er dann aus. Man könnte sogar überlegen, ob man nicht vielleicht probieren, halt bei ihm das Heatsink Kit Double rauszunehmen und in den Bushwhacker reinzupacken. Weil der hatte ja nie wirklich Hitzeprobleme. Das wäre noch interessant zu probieren, aber wir brauchen jetzt erstmal Geld und der Bushwhacker hat eh erst noch mal ein bisschen Arbeit vor sich, bevor überhaupt irgendwie wieder dran gearbeitet werden kann. Wir brauchen aber Kohle, deswegen machen wir weiter. Mal gucken, ob wir irgendwas Tolles machen können. Wir können einen Punkt Gunnery mehr bei Ninja bekommen, auf dem Weg zum Warlord. So, Bootcamp. Nix. Und dann können wir nochmal bei Ronin gucken. Gott, brauchen wir nicht gucken. Im Fatigue ist der nicht richtig. Auch hier haben wir einen Punkt weiter Richtung Warlord. Schön. Gut, 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 gut. Wir machen weiter. Wir schnappen uns den nächsten Zweiskull. Oder machen wir erstmal noch ein bisschen. Ja, wir machen erstmal noch ein bisschen Ruf für Steiner, würde ich sagen. Wir machen nochmal einen anderthalb Skull. Wir müssen ja sowieso auch einen Ersatzpiloten einmal durch die Gegend jagen. Und da ist das, denke ich mal, nicht verkehrt. Der Stealth kommt mit und der Stealth wird gefahren von. Dida Blockade. Ich würde sagen von Dida. Ja. Und los! Assassination in Lowlands. Mal schauen, was uns erwartet. Vielleicht ist ein Assassination-Target ja ein brauchbarer Mech. So, da bin ich wieder. Ich musste nochmal neu laden. Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, wo ich gerade stehen geblieben bin. Denn das war mir hier beim Laden eingefroren. Kann passieren. Aber wir werden jetzt den Kopf einer Schmugglerbande abtrennen. Mal gucken, ob das ausreicht, um sie auszumerzen. Und uns damit noch ein bisschen Ruf bei Steiner farmen. Und mit dem Assassination Target vielleicht auch noch einen brauchbaren Mech. Mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen Ripper gegen uns. Einen Hubschrauber. Roger. Mal gucken, ob wir ihn zügig ausgeschaltet bekommen. Energy Ballistic. Die haben immer irgendwas Ekelhaftes bei sich. Habe ich so im Hinterkopf. Trefferchancen sind echt Müll. Aber probieren wir es trotzdem. Wir brauchen ja für einen Hubschrauber nicht viel. Gerade für so einen 10-Tonner. Position confirmed. Alpha Strike. Die sind zwar schwer zu treffen, aber dafür ziemlich squishy. Aber man muss sie trotzdem auch erstmal treffen. Ah. Negative damage. Wo ich mir gerade so ein bisschen Gedanken beim mache, ist, dass wir da unsere Leute wahrscheinlich nicht allzu nah beieinander stehen lassen sollten. Oh, was haben wir da? Das könnte ein Urban Mix sein von der Silhouette her. Ja. Ah, ist doch richtig erkannt. Yes, Commander. Ich möchte mal uns ein bisschen aufteilen. Let's go. Willkommen 9, 16,5
Alles nicht sonderlich berauschend, aber hauen wir mal ein paar LRMs dem Urban Mech entgegen. Primary target damage, Commander. Oh, das ist sogar unser Hauptziel. If I were planning an ambush, so viel zu einem schönen Mech. Meine Irby, nicht falsch verstehen, Irby ist in für sich gesehen ganz witziger Mech. Right here. Aber, naja. Halt nicht das, was ich mir jetzt so vorgestellt hätte. Ah, das erwarte ich von anderthalb Skulls. Ganz, ganz miese Chance. Der Ripper ist echt nicht leicht zu treffen. Mal gucken, mit was er dann aufwartet jetzt. Mal gespannt. Wir stehen hier eigentlich nicht so gut für alles, was AE-Damage macht. Und ich glaube, der Ripper wird jetzt auch gerade berechnet. Oder? Oder ist es irgendwas, was wir noch nicht sehen? Was passiert? Wir haben auf jeden Fall hier noch einen Deputy Dog. Ach nee, geil. Die haben tatsächlich dieses... ja, weil Urban Max halt auch Urban in Städten als Polizeimax quasi genutzt werden, ne, gibt es tatsächlich so eine Variante mit halt Polizeilichtern und Sirenen und so, ne? Und geil, dass sie die auch umgesetzt haben. Da komme ich gerade nicht drüber weg. Waiting for orders. Dann mit der Lineholder mal die Line gegen den Deputy Dog halten, würde ich sagen. Ja. Commander. Aber immerhin etwas. Der Stealth versucht sich dann nochmal an dem Ripper. Jetzt aber auch mit einer guten Chance. Locking on target. Na? Na, wollte ich doch sagen. Der hatte eine Bombe. Der hatte eine Inferno-Bombe mit dabei. Ist ganz gut, dass der nicht mehr dran kam in der Runde. Also in der letzten, meine ich. Okay. Unser Assassination-Target hat eine PPK dabei. Und hat noch ein Scorpion und... irgendwas, wo wir nichts von sehen, mit dabei, scheinbar. I'm listening. Roger that. Gucken wir mal. Oh, da haben wir eine... würde ich sagen. Target destroyed. Das war, denke ich mal, ganz sinnvoll. Oh, der Lineholder muss gegen zwei die Line holen. Was hat er denn noch? Was ist das? That could have been worse. Ein Arbiter. Der sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Yes, Commander. Das heißt, sie wird auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung brauchen können. Dann werden wir den Stealth wahrscheinlich nochmal mit auf die andere Flanke schieben. Und gehen jetzt mit dem Hunchback erstmal auf den Scorpion los. Acknowledge. Struktur offen, rechte Seite wahrscheinlich. Wir können es nicht richtig erkennen. Ein Stinger ist auch noch da. Ja, da hat unser Lineholder jetzt wirklich die Linie zu halten. Bis Unterstützung kommt. Und die anderen beiden gehen das Hauptziel jagen. Oder... ja, wir können natürlich gucken, dass wir die Gegner näher ran...
dass wir so ein bisschen so ein Rückzugsgefecht machen. Das ist auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, denke ich. Dann haben wir da ein bisschen mehr Feuerkraft gegen unser Hauptziel, bevor das abhaut. Waiting for orders. Okay, Bootcamp. Ah, da ist auch noch ein Kettlemaster. Okay. Firing, full complement. Und jetzt erstmal den. Oh, da ging aber viel mehr daneben, als ich jetzt gedacht hätte bei den Schocksen. Waiting for orders. Dann lassen wir die da mit dem Stealth doch erstmal hier. Würde ich sagen. Okay, der Urban Mech hat auch elektronische Kriegsführung. Versuchen wir den Scorpion auszuschalten, das ist eine gute Chance. Um Feuerkraft vom Feld zu kriegen, gegnerische. Und alles, was nicht auf uns feuert, macht uns keinen Schaden, ne? Sehr schön, dass er weiterhin mit der PPK vorbeisimmelt. Standing by. Wie gesagt, so ein kleines Rückzugsgefecht mit dem Lineholder. Sagen denn Infernos gegen Stinger macht keinen Sinn. Roger. Aber Deadfire mit ordentlich Schaden machen Sinn gegen so einen kleinen Scheißer. Kleiner 20-Tonner. So. X-Pilot. Und er zieht sich zurück. Kein schlechter Move für einen leichten Mech, zu feuern und abzuhauen. Yeah. So, übernehmen wir dann erstmal den Kettlemaster oder gehen wir erstmal auf unser Hauptziel? Ah. 34, 47. Wenn wir im Wald sind. Ja, hier gehen wir erstmal aufs Hauptziel los. Yep. Würde ich jetzt mal sagen. Achso, ja, und ein Tech hat auch noch reingepasst in den Centurion. Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Den hat er ja vorher noch nicht gehabt. Arbiter dürfte da das Model vom Battlemaster haben, wenn ich es richtig erkannt habe. Nur halt etwas runtergeschrumpft. Sah mir jetzt zumindest so aus. Und der Viehtreiber. Ready to get it on. Wir könnten zwar ganz gut hier den Urban Mech flankieren, aber der Kettlemaster steht dann blöd. Aber machen wir trotzdem. Die Flankierungen haben durchaus ihre Vorteile. So. Confirm. Okay, Schulter zerstört. Inflicted some heavy damage. Commander. On the move. Full speed. Ich ignoriere jetzt mal den Kettlemaster. Okay.
hat Ronan doch einiges gegen Commander. Sich. Commander! 47,3. Bringen wir sie mal ins Wasser. Für ein bisschen mehr Abkühlung. Und dann wird auch die Zielchance doch noch mal etwas besser. Here goes. Okay. I think I just hit on something special. Aber noch zieht er sich nicht zurück. Versucht aber aus der Nähe mit der PPK zu treffen. Mutig. Commander? Maria, würde ich sagen, machen wir jetzt mal so. Dann können die da hinten wahrscheinlich nicht, zumindest nicht alle in seine, in ihre Richtung kommen. Aber sie benimmt dann mal einen Schuss auf den Kettlemaster. Macht mehr Sinn. Okay. I'm showing minor damage. Echt, wo? What's up, boss? Okay, die da. Machen wir doch mal einen Angriff auf den Rücken. Got a good angle on. Spätestens jetzt würde ich sagen, haut er ab. Heavy PPC, okay. Das war der Stinger, der da gerade ein gutes Stück gesprungen ist. Confirmed. In die Flanke. Mal gucken, ob wir uns durch die Seite durchbohren können. Roger. Ein paar gute Treffer. Jawohl. Sehr schön. I hope we can salvage that. I'm receiving you. Order acknowledged. Okay, jetzt sind wir wieder zusammen. Und die, die von hinten her hoffentlich uns folgen, können dann gleich in unsere gesamte Feuerkraft reinlaufen. Ah, ich denke mal nicht mit Infernos. Das macht bei dem Kettlemaster nicht so viel. Und die Flamer lassen wir auch mal weg. Target locked. Autsch. Der Schuss war gut, Ronan. Weiter so. Ja. Ja, das wird jetzt für die Gauss wahrscheinlich nicht so prickelnd sein. Ah ja, immer noch gut genug. Oh ja. Autsch. Okay. Bye bye, Viehtreiber. Improved to confident. Sehr schön. I'm here. Ronan hat wieder etwas mehr Mut geschöpft, sozusagen. Nehmen wir sie mal an den Rand von dem Wald. Kann sie nicht? Versuchen wir es mal. Bin mal gespannt, ob es was bringt. Wir haben ja noch 90 Schuss.
Das ist mehr als genug, um auch mal so ein bisschen rumzuspielen. Einmal mit den Langstreckenraketen auf den Arbeiter. Auf den Grund um den Arbeiter. Okay, war mal ein Versuch. Let's do this. Also, Attack Ground kann mit manchen Waffen interessant sein. Okay. Oder halt, ich sag mal, mit genug Schüssen zu versuchen, so eine Art Bereichsangriff halt zu machen. Und ich wollte jetzt einfach mal testen, wie es ist mit 10 Schuss. Ob es irgendwie was bringen kann. Aber wahrscheinlich nicht mit Standardmunition. So, näher ran. Der Deputy Dog kommt. Kann er was machen? Sieht nicht so aus. Hier kommt der Arbiter. Kann auch nichts machen. Ja. Yep. Genau wie wir. Ist noch ziemlich offen hier. Was ist das Dinger? Waiting for orders. Das ist nicht so wirklich prickelnd. Können mit unterbrochener Sicht. Probieren wir mal. Den Stinger hatten wir schon mal ganz gut eine verplätzert gehabt, meine ich. Ja. Ach, schade. Aufgepanzerte Platten. So. Nur mit unterbrochener Sicht. War es besser als gar nichts. Lassen wir mal die mit niedrigerer Trefferchance weg. Damit wir nicht so weit aufheizen. Moment, vielleicht können wir sogar noch. Ja, machen wir mal so. Roger that. Target confirmed. Und sparen uns die Hitze für, wenn wir bessere Trefferchance haben. Ready for orders. Ich würde sagen, die da springt. Confirmed. Nehmen wir doch den Stinger aus dem Spiel, die Chance steht gut. Aber die Crits haben nicht gereicht. Aber er ist zumindest schon mal unsettled. Ah, die Chance war zu gut, um es auszulassen. Schweren Laser kannst du gerne in den Boden feuern, habe ich nichts dagegen. Oh, der hat Inferno-Munition dabei. Okay. Was treibt der Arbiter? Ah ne, der Stinger ist dran, okay. Und? Zurück? Oder. Oh, er macht gar nichts. Okay. Yeah. I'm telling it. Yes, I am. 40,8 Bombard. Den habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen. Interessant. Da würde sich ein Multiziel lohnen. Ah, der kann sich nicht bewegen, weil er falsch gespawnt wurde. Das ist ein Spawnfehler.
Wenn die außerhalb der Karte gespawnt werden, können die sich nicht bewegen. Gut oder schlecht für uns. Schade auf jeden Fall für, ich sag mal, den Spielverlauf. Okay. Jetzt noch einmal auf die Länge. Und vorbei. Schade. Na gut. Minimum damage. This guy's nothing. Ja, es ist das Battlemaster-Modell eindeutig. Standing by. Der Bombard allerdings, wenn ich ihn richtig gesehen habe, der scheint ein anderes Modell zu haben. Mit auch ein bisschen fehlenden Texturen, wie es scheint. Ah. Okay. Die Frage ist, was der Bombard noch so reißen kann, wenn wir uns so stellen. Ob der da einen Rücken von Lida feuern kann. Probieren wir es mal so. Aye, aye. Gehen mal in den Rücken von dem Arbiter, der auch Stealth hat, so wie es ausschaut. Da ist es natürlich doppelt gut, in seinen Rücken zu kommen. Got the drop on you, Struktur offen, Heatsink. Solid connection on that one. Ja, nicht verkehrt. Standing by. Hat schon mal ein bisschen was gebracht. So, ich würde sagen, wir sind weiterhin right. Gemein gegen den Stinger. Der steht da jetzt gerade so verführerisch. Fire in. Au. Looks like I need a new target. Das tat ja sogar mir schon weh. Nur vom Zugucken. On my way. So. Ja, einmal alles. All in. Taking the shot. Heatsink destroyed, head hit. Solid connection on that one. Head hits sind immer gut. They've got a lock on me. Sensor locks. Okay, der scheint ein UAV oder irgendwas in der Richtung zu haben, der Arbiter. Right here. Mhm. Affirmative. Machen wir wieder einen Split. Auf den Deputy Dog und auf die Bombard. Feuer. You just light him up. Inferno Ammo Explosion. Heat Critical. Head Hit. Ah. Und einer noch mit der Gauss durch gerattert, wie es scheint. Melee bei der Hitze natürlich guter Ansatzpunkt, aber wenn man nicht trifft, was zu unserem Glück passiert ist in dem Fall, dann bringt das auch nicht viel. Außer halt die Hitze abzubauen. So, versuchen wir nochmal den Rücken von den Arbiter. Jetzt sind wir durchgekommen. Au. Hope we can salvage that. Yes, Commander. Okay, Ronin. Würde mal sagen. Copy that, je nach Commander. Dort. Stell mal. Wohl. Nutzen wir einfach nochmal die Flammer mit dazu. Ich wollte eigentlich sagen, stell mal auf Inferno um, aber. Doch, stell mal auf Inferno um. Feuer. Ja,
da ist er abgehauen. Er konnte die Hitze nicht ertragen, sozusagen. Hey, das reimt sich. Okay. Näher ran. Roger that. No shooting, just running. Diesmal stimmt sogar mit dem No Shooting, Just Running, weil du keinen Schuss hinbekommen kannst. I'm listening. I'm going. Gucken aber noch mal ein bisschen bessere Trefferchance. 66,7. Zwei Drittel. Here we go. Ja, immerhin detect. Got something you want done? Wir könnten natürlich auf Nummer sicher gehen und ihn wirklich nur aus der Entfernung behaken, aber dann dauert's. Höchstwahrscheinlich. Deswegen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Commander? Irgendwo, da haben wir eine direkte Sicht. Können wir die Roger, Skipper. MML auf LRM umschalten. Dann sollte das gehen. Oh, 14,2. Wow. Okay, na gut. 10 mal 14,2 Chance. 4 Treffer. Das war Überdurchschnitt. Bei der Prozentchance. Okay. Auch Bootcamp hat endlich eine Schusslösung. Und eine ziemlich gute sogar. Locking in all weapon system. Scratch another target. Und da ist auch der Bomber down. Ammo Explosion. Tango, go. Sehr schön. Mal gucken, was wir da rauskriegen können. Ob es irgendwas Sinnvolles gibt. $228,000 an Comstar-Noten. Bisschen Ruf für die Steiner-Jungs und Mädels. Kaum Schaden. Der Lineholder halt, weil er sich dagegen mehrere Mal angelegt hat. Ein bisschen. Ah, jetzt kommt der schon wieder. Den XL Engine AC-20 und ein XL Engine wäre echt nicht schlecht für uns. Aber wenn ich wenigstens sehen könnte, was da sonst noch drin steckt. Wir nehmen es mal an. Wir schnappen uns die Reputation. Den XL Engine hätte ich zwar gern gehabt, aber okay. Ausnahmsweise. Ah, ernsthaft. Diese Bürokratie. Nirgendwo lässt sie einen in Ruhe. Wow, da waren aber viele AK-20 da. Krass. Was haben wir sonst noch? Large Laser. Eine Light PPC mit Capacitor. P? Aha, okay. Also eine Piratenvariante. Eine Rotary AC-2 Pirate. Was bedeutet das für die? 2 Variants in Damage, also plus minus 2 Schaden pro Schuss möglich. Ein Missfire Calculator, okay. Aha. Das ist eine Zweier, ist jetzt nicht unbedingt. SRM2 Holly plus ein Accuracy. Die Armored Cowl ist ganz interessant, das Endo-Steel ist ganz interessant. What? Okay. Alles gut. Wo zum Teufel kommen diese ganzen XL-Engines her? So viele Gegner hatten wir doch gar nicht. Krass. In Ballistic Triple Plus. In Advanced Targeting Computer. Apple Churchill 1000E. 2 Accuracy with Autocannons, minus 1 Recoil mit Autocannons, minus 10 Heat Generated by Autocannon Fire.
Interessant. Wir haben ja gar nicht genug Auswahl für die ganzen tollen Sachen, die es in Solaris Cage. Ah. TSM auch noch. Ein Upper Re- Okay. Scheiße. Wir haben nicht genug Auswahl. Also wir haben jede Menge XL-Engines. Ich baue mal darauf, dass wir wenigstens einen bekommen werden durch den Random. Wir nehmen das Upper Recoil mit. Das ist zu geil. Treffsicherheit und Recoil runter. Einfach genial. Das TSM hätte ich halt auch gerne. Ist so ein Zukunftsbauteil für ein Millimac. Da müssen wir aber sowieso, brauchen wir eh noch viel mehr Teile für. Von daher, mal gucken, was. Obwohl. Nee. Mal gucken, was uns der Zufall zuteilt. Alle Teile für die Max des TSM, geil. Einen schweren und einen mittleren im Laser, okay. Gar keine schlechte Verteilung. Hätte schlimmer ausfallen können. Leider kein XL Engine dabei. Obwohl so viele auf dem Feld lagen. Ha, na gut. Aber da sieht man, größere Chance heißt nicht, dass man tatsächlich auch die Chance dann wahrnehmen kann. Tortuga hat Overton von Davion übernommen. Okay. Sehr uninteressant. Okay. Ja. Ich überlege mir, was wir machen können. Für heute sage ich erstmal, das war's. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und dafür auch vielen Dank von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Und ansonsten, ja, viel Spaß am restlichen Tag euch, wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Und ich sage ciao.